Der Schlüssel ist Vertrauen. Eindruck vom 13. Juli 2011. Ich hatte die Augen geschlossen und sah innerlich Jesus. Doch davor sah ich etwas wie schwarze oder dunkle Kästen, Sorgen und Angst. Ich bat Jesus, diese wegzunehmen. Dann sah ich, wie er einen goldenen Schlüssel in meine rechte Hand legte und sagte, ich solle damit mein Herz aufschließen, öffnen. Ich fragte ihn, was der Schlüssel bedeuten soll, und er sagte, Vertrauen. Mit Vertrauen, was auch Glauben ist, öffnen wir die Augen unseres Herzens, so dass wir klarer sehen. Angst und Sorgen wollen uns nur davor abhalten. Glaube ist Vertrauen, und dies ist der Schlüssel in sein Reich. In Epheser Kapitel 1, Vers 18 heißt es, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Dies war eine Aufnahme der Internetseite www.prophetenschule.org. Dort findest du weitere Artikel und Audiodateien, hauptsächlich über die Themen Gottes Stimme hören und Prophetie. Gerne darfst du die Audiodateien zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreiten, zum Beispiel als Download anbieten, auf CDs brennen etc., wenn du die Angaben zum Urheberrecht nicht entfernst und auch keine Inhalte veränderst. Liebe Grüße, Julia Berndt.